Hallo liebe Genussfreunde von nah und fern und willkommen zu einem neuen Biertest alkoholfrei mit mir, den alten Genussguru. So Freunde, was haben wir heute auf dem Gabentisch zu stehen? Die Leute, die schon ein bisschen länger hier auf dem Kanal aktiv sind, die wissen, dass wir dieses Bier schon mal getrunken haben vor einiger Zeit und dass ich richtig begeistert war. Das ist ein alkoholfreies, das ich bereits in der Liste der Top 10 tatsächlich auch bewegt. Ich habe es in meinem Leben bestimmt schon, ne, mehrere Kästen getrunken und habe es bis dato immer gut in Erinnerung gehabt. Jetzt bin ich mal gespannt, so ein Jahr später, wie sieht's aus? Schmeckt es immer noch so gut? War mein Favorit gewesen übrigens, und zwar das, ja, Budva Nealko. So, da ist es nämlich ein tschechisches, alkoholfreies Bier. Müsste dies eigentlich gewesen sein, auch wenn sich das, kann es sein, das Etikett hat sich so ein bisschen verändert? Ist das richtig? Nehme ich das so richtig wahr? Ich muss das nochmal auf Untappt irgendwie gucken, weil auch die Kapsel da oben so rot da auch, das ist so irgendwie neu. Aber, oder vielleicht habe ich mich auch wieder geirrt, das kann sein. Neulich habe ich mich auch in Minecraft geirrt. Aber, Nealko, also ja, interessant hier. So, will ich trinken? Bin ich mal gespannt, ob es noch das hält, was es damals mir, wie gesagt, gegeben hat. Da war ich mega begeistert und ich schenke jetzt einfach mal ein und dann wollen wir mal gucken, was da so los ist. Also vom Geruch her rieche ich da schon richtig lecker was raus. Das habe ich nämlich immer sehr gerne getrunken, wenn ich meine Alkoholpausen gemacht habe. So, schauen wir uns erstmal an, wie es aussieht. Oh, diese leichte Trübung da drin, das gefällt mir schon mal richtig gut auch. So, ja, Blume, zwei Finger, ich halte es mal rein, schaut mal. Ja, sieht doch geil aus, oder? So eine ganz leichte Trübung ist da drin. Schöne Blume, ja, ein bisschen grobporiger, hätte auch mehr sein können, nur ich war ein bisschen zaghaft mit dem Einschank, aber da könnte man auch mehr rauszaubern. Und Freunde, bevor wir das bewerten, ich will es einfach erwähnen, ich will es erwähnen, es ist einfach, es ist hier ein Raumduft, ja, das ist so, das ist so krass. Und das erinnert so ein bisschen an, ihr wisst schon, ne? Wir gehen aufs Ganze und suchen das Glück in der Pflanze. So riecht das. Ne? Ist ja auch verwandt botanisch. Also von daher ist ja erstmal nichts einzuwenden. Optik, Ästhetik, Freunde, gebe ich ganz klar 5 von 5, / 6 möglichen Punkten. Ein bisschen mehr Blume ist auch hier wieder, wo ich sage, würde mir besser gefallen, aber ist erstmal in Ordnung. So, dann schnuppere ich mal an. Also das ist wirklich sehr intensiv. Ja, das ist schon Wahnsinn. Ne? Also das ist schon... Das ist das, also wer so die Männermilch geil fand oder hier den Ritter Karl Butz, ja, oder das Lutherpilz, ja, Reformationspilz von mir aus, das ist schon so, ne, das geht schon so in die Richtung. Das ist mega getreidig, das ist so richtig so nasses Getreidefeld, schön mit der Zuckerdose oben rüber nochmal, richtig süß, aber so lecker süß so, ja. So wie so ein, ja, Getreidetrunk. So ungefähr riecht das. Und genauso habe ich es auch in Erinnerung. Und das ist so ein Kellogg's Cornflakes wieder. So ein Getreide, so wie Kellogg's Cornflakes. In Wasser aufgelöst. Genauso riecht das. Glaubt ihr nicht? Testet das einfach. Ja, ich mag das. Ich finde das gut. Sehr aromaintensiv, ne? Also das ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, Freunde, Bouquet. Passt auf jeden Fall. Ich mag. Jetzt müssen wir es probieren. Ihr Lieben, auf euch. Zum Wohle. Auf das Bier und auf den Genuss. Ne? Und auf euch natürlich. Ja, das ist... Ja, das ist so das andere. Ich nenne das jetzt mal so. Ne? Jetzt haben wir ja so neue Bewertungskriterien bei den Alkoholfreien und das ist so das andere Alkoholfreie. So möchte ich das gerne mal bezeichnen. Das hebt sich wirklich von allen anderen, die wir bisher getrunken haben, deutlich ab. Ob das jetzt nun besser oder schlechter ist, das überlasse ich euch selber in eurem Geschmacksprofil. Für mich steht fest, es ist erstmal was völlig anderes, ein völlig neuer Aufbau. Ja, und da ist was ganz anderes irgendwie. Das ist so anders wie das Patronus Weißbier, alkoholfrei, was es damals beim Lidl gab, wo ich immer gesagt habe, gebrannte Mandeln, da gibt es auch kein zweites von. Und so ist dieses, ja, Budva Nealko auch, da gibt es auch kein zweites von, was genauso schmeckt. Also es ist eine völlig andere Richtung. Ja, das ist geil. Das ist geil. Also,
Time for Magic, Freunde. Ich kenne das schon in- und auswendig, dieses Bier. Auch hier 2024 schmeckt es noch genauso. Auch wenn die Verpackung, glaube ich, ein bisschen anders aussieht. Aber schmeckt noch genauso wie damals. Und ich finde, das ist ein alkoholfreies Bier, das vielleicht weniger an Bier erinnert, aber an ein unglaublich leckeres Biergetränk. So möchte ich mich mal ausdrücken. Das hat jetzt hier mit einem klassischem Lagerbier, mit einem Pilzbier erstmal überhaupt nichts zu tun, weil dafür ist es viel zu süß. Aber im Unterschied zu den anderen süßlichen Bieren, die wir so kennen, zu den alkoholfreien, die wir hier auch schon vorgestellt haben, das unterscheidet sich ganz klar, dass hier dieser Getreideanteil, dieser Getreidekörper einfach, da sind Zellereal, wirklich unglaublich krass nach vorne kommt. Und dadurch bekommst du durch diese weiche, butterweiche, samtige Textur. Es ist nämlich alles andere als verwässert oder so. Das ist richtig schön saftig, es ist kräftig, es ist aromatisch, es ist sehr, sehr, ja, intensiv in seiner Wahrnehmung und gleichzeitig aber auch erfrischend, sodass ich sage, das ist so ein richtig schönes biergetreidiges Getränk, ohne ein Bier zu sein. Kann ich dazu sagen? Ich glaube, ich kann dazu sagen. Also, wenn man jetzt nicht unbedingt einen Biergeschmack haben will, dann kann man das trinken hier. Ja. Leckerli, das ist ein Leckerli, Freunde, für Abwechslung. Ich finde es voll gut. Ich finde es wirklich voll gut. Das schmeckt mir. Ich habe kästenweise schon getrunken. Das ist richtig geil. Ja, das geht auch runter, ne? Das geht so runter. Das ist so richtig so, boah. Ich mag das. Also, das ist wirklich höchste Qualität. Kann ich nur so sagen, weil es einfach eine völlig neue Richtung ist. Es ist so eine völlig neue Richtung. Also mir ist kein Bier alkoholfrei bekannt, was genauso schmeckt wie das Budva Nealko. Also das haben die wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ich erinnere mich noch, damals haben wir es, glaube ich, mit diesem Tyski, ne, verglichen, das alkoholfreie. Das war doch so diese Geschichte gewesen. Das hatten wir doch damals so verglichen. Ich glaube, da hatten wir sogar einen Direktvergleich, kann das sein? Ich weiß das gar nicht mehr, so ein paar Jahre zurück. Und da hat das aber auch richtig gut abgeschnitten, ne? Ich mag's. Als Empfehlung würde ich tatsächlich sagen, die erste Flasche trinkt da mal durchaus ein bisschen wärmer auch. Durchaus, ja, da kannst du schon auf 9, 10 Grad gehen. Einfach mal, um diese Geschmackserlebnis, diese Komponenten da drin auf der Zunge richtig gut wahrzunehmen. Die zweite, dritte, vierte, wenn ihr da im Garten seid, macht da schön runterkühlen, 5, 6 Grad. Da ist das richtig erfrischend und dann kommt trotzdem noch diese Getreidigkeit nach vorne. Fazit: Wenn ihr ein getreidiges, sehr zelerales Bier trinken wollt, Getreidewasser, drückt es aus, wie ihr wollt, dann ist das hier das perfekte, was ihr da bekommt. Also das ist wirklich richtig interessant, auch von der Textur. Schmeckt, ist richtig geil. Möchte ich dementsprechend hoch bewerten? Ich weiß nicht, habe ich damals Krone-Bewertung gegeben? Würde ich heute nicht mehr machen. Ich gebe 5. 5 von 5, Schrägstrich, 6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Das war's mit diesem Biertest gewesen. Ich sage wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Genussguru.